des guten Geschmacks. Da kommst du nach einem langen Arbeitstag heim, da willst du ein gutes Bier direkt, sage ich euch. Ich bin halb am Verdursten, schauen wir mal, was der Kühlschrank so zu bieten hat. Ich bin schon ganz gespannt, dass ich in einem guten Stück befinde, Freunde. Gucken wir mal rein. Ein Winterbier. Aber ich glaube, das heb ich mir für wann anders auf. Was haben wir denn hier noch? Gutes. Ein Zwiefalter Festbier. Aber nee, warten wir auch mal noch ein bisschen, bis wir das uns kennen. Dann hier, oh, Jackie Cola. Nee, nee. Oh, was sehe ich hier? Ein Autenrieder dunkles Hefeweizen. Freunde, ich glaube, das wird's. Bis gleich. Männer, da bin ich wieder. Vergesst eins nicht, spült immer eure Hefegläser davor aus. Das verhindert einfach, meiner Meinung nach, dass sich dabei zu viel Schaum bildet. Ja. Einen anderen Grund kenne ich dafür nicht. Vielleicht kennt ihr einen anderen Grund. Jetzt gönnen wir uns das gute Stück hier. Das ist übrigens mein Lieblingsglas. Ich finde es super, wenn hier oben das Ganze schön breiter wird. Was soll man dazu sagen? Wunderschön eingeschenkt. Okay, die Schaumkrone hätte noch ein bisschen besser sein dürfen. Aber jetzt probieren wir hier das gute Autenrieder dunkles Hefeweizen. Oh, der Geruch, leichte Röstaromen. Ja, der Geruch ist einmalig. Männer, Spitzenhefeweizen, sage ich euch. Wahnsinn. Diese Malznote, die da durchkommt, schokoladig, leichte Kaffeenoten. Wahnsinn. Habe ich nicht erwartet. Es prickelt hinten im Gaumen. Wundervoll. Eine leichte Hopfennote ist zu schmecken. Leicht blumig. Wirklich angenehm. Und ein bisschen Nelken. Ja, und ich meine, die Nelken passen zur jetzigen Jahreszeit. Das dunkle Hefeweiß mit seiner schokoladigen Note, mit seiner leicht Kakao-Kaffeenote passt zur jetzigen Jahreszeit. Es wird kalt, man wird gemütlich. Es weihnachtet sehr. Ein bisschen. So langsam fängt der eine oder andere Weihnachtsmarkt an. Aber es passt einfach. Ich muss noch mal einen Schluck nehmen. Ich bin echt Männer. Ich bin von den Socken. Und Frauen. Das ist vermutlich mit eines der besten dunklen Hefeweizen, die ich getrunken habe. 9 von 10 Punkten. Ich sage euch, geht in den nächstgelegenen Getränkehandel, holt euch das Bier. Jetzt habt ihr natürlich vielleicht die Problematik, ihr kommt hier nicht aus Oberschwaben, sondern ihr kommt aus Norddeutschland, sonst irgendwo, ja, da gibt es nur Jäger. Die kennen keinen Hefeweizen, vielleicht Männer und Frauen, ich will euch da nicht zu nahe treten, aber geht trotzdem in den nächsten Getränkemarkt. Fragt, habt ihr das hier da? Wenn nicht, bestellt, kauft euch einen Kasten, kauft euch zwei, kauft euch eine ganze Palette, wenn es sein muss. Es lohnt sich. 9 von 10 Punkten. Autenrieder, dunkles Hefeweizen. Spitze. Keine Werbung, ich werde hierfür nicht bezahlt. 9 von 10 Punkten. Diese Kakaonote, ich schmecke sie die ganze Zeit. Und ich bin eigentlich nicht so der schokoladige Typ. Ja? Ich stehe eigentlich nicht so auf Süßes. Zu einem guten Bier da esse ich lieber ein paar Salzbrezeln als irgendein Schokolade. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Egal, richtig stark. Gönnt euch das. Abonniert mich. Aktiviert die Glocke. Bis bald.